Ja. Das Halsband anzuziehen. Er soll also selbstständig seinen Kopf da durchstecken. Ich klicke immer dann, wenn er den Kopf durchsteckt und belohne ihn aber außerhalb. Da fühlt er sich einfach wohler. Wie man hier sieht, wir haben das schon häufiger geübt. Er ist schon relativ weit. Und wenn er sich nicht genug anstrengt, gibt es auch keinen Klick und kein Leckerli. So, jetzt ist es passiert. Das Halsband habe ich jetzt einfach mal fallen lassen. Und jetzt schauen wir mal. Er ist jetzt einen Moment ein bisschen geschockt. Diese ganze Szene, hat 10 Minuten gedauert. Ich habe das ein bisschen geschnitten, damit das nicht zu langweilig wird. Jetzt ist er erstmal irritiert von dieser Halsband und Leine. Also das ist weniger das Halsband als vielmehr die Leine. Er guckt jetzt, ob das abgeht. Und ich gebe ihm aber jetzt eine Aufgabe, damit er aus diesem Stress da rauskommt. Die Aufgabe ist, meine Hand anzutippen. Das hat er sehr gut gelernt und das macht er auch sehr gerne. Das macht er auch bei fremden Personen schon. Und man sieht, er fühlt sich auch gleich wieder viel sicherer und arbeitet mit. Und nach einer Weile kann ich ihm also da auch schon wieder die Aufgabe schwieriger machen, die Hand an verschiedene Stellen tun. Und er sieht schon wieder relativ entspannt aus und macht das ganz gut mit. Allerdings ist jetzt der nächste Schritt, dass man mit ihm arbeitet, dass er an der Leine auch laufen kann. Also wenn ein Mensch diese Leine in die Hand nimmt, denn das geht gar nicht.